Hallo und willkommen zurück zu Indiana Jones. Beim letzten Mal haben wir das erste Artefakt bekommen, ein Schwert, und müssen jetzt wieder zurück zur astrologischen Uhr. Ich bin mal gespannt, welche Aufgaben uns jetzt erwarten. Und vor allen Dingen, wo wir hin müssen. Ist die Tür jetzt wieder offen oder? Das funktioniert nicht. Oder ist die andere Tür jetzt wieder offen? Ja. Okay. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt den Skorpion, die Sonne auf die 12 und den Mond auf die 3. Okay, also das ist echt ein simples Rätsel. Okay. So, noch so ein paar Weinflaschen. Was ist denn jetzt hier gelandet? Okay. Seltsame Anbindung der einzelnen Treppen und Türen. Aber okay. Mir wundert mich, dass hier überall immer wieder Soldaten sind, wenn die die Türen angeblich nicht aufgekriegt haben. Der Ups. Amerikaner, schnappt ihn! Woher das Ding? Bleib unten. Das funktioniert nicht. Okay, dann durch die andere Tür. Hübsch hier. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Hätte sein können, dass da was versteckt ist. Na gut. Seltsame Physik, aber okay. Och nö, nicht schon wieder sowas. Ah.
Los, nicht abrutschen. Ich weiß, dass ich sehr langsam laufe, aber ganz ehrlich, in dieser Höhe will ich jetzt nicht unbedingt rennen. Ach nö, nicht schon wieder. Passt auf, in diesem Schloss gibt es jede Menge Sprengfallen. Ja, dieser Ort macht mir Angst. Wir brauchen Unterstützung. Ernsthaft? Naja, wenn ich es so gefallen, dass ich die Munition noch für die Waffe krieg. Das funktioniert nicht. Da ist gerade mal ein bisschen der Ton gehakelt. Nix. Das funktioniert nicht. Okay, man kann da oben noch hoch. Ich guck erstmal hier oben, was da ist. Oben ist es auf jeden Fall ziemlich windig. Viele Blätter, wie hier rumgeweht werden. Wieder nicht festgehalten. Achso, war nur Fleck auf dem Boden. Was haben wir hier? Ein Medikit. Herrlich, schon wieder so was. Das sieht wichtig aus. Da fehlt ein Hebel. Haben wir natürlich nicht. Mist. Das funktioniert nicht. Okay. Okay, da können wir auf jeden Fall nach oben und dann später den Fluchtweg nutzen.
Aha! Bin ja mal gespannt, wann die schweren Rätsel kommen. Nett. Vegas Manifest. Tür aufbrechen. Die Sache gefällt mir nicht. Sie sind ein toter Mann, Jones. Der Amerikaner, schnappt ihn! Ups. Wir brauchen Unterstützung. Na. Also. Hier gelandet. Unsere Verfolger haben sich in Luft aufgelöst. Oder die waren nicht ganz höhentauglich und sind runtergefallen. Was ich hier gerade mache, ich sehe mich mal um, ob hier oben vielleicht noch irgendwas liegt, was wir hätten einsammeln können. Sieht nämlich ziemlich nach einem guten Versteck aus, um irgendwas hinzupacken, aber nö. Na gut. Weg das Ding. Oh, Wasser. Also. Einmal alles wieder auffüllen. Funktioniert nicht. Okay, die Tür ist dicht. Sehr schön. Der hat erstmal keine Waffe mehr. Muss ich da lang oder muss ich da lang? Dann gehe ich erstmal hier nochmal hin und lad mich nochmal auf. Ich habe leider einen Treffer abgekriegt. Bisschen verwirrend hier. Okay, da kamen wir her. Das funktioniert nicht. Gut, wir werden wahrscheinlich da runter müssen. So, das müsste wieder ein neuer Abschnitt sein. Zwei Türen sind geschafft. Zwei noch vor uns. Ich guck mal, was unsere Zeit sagt, ob wir noch eine weitere Tür starten können oder ob wir lieber einen Cut machen. Okay, also 15 Minuten ist ein bisschen kurz.
nächste Gegenstand. Okay. Die 10 muss unten stehen. Sonne rechts, Mond links. Ach so. Sonne unten. Okay, da war das andere Symbol egal. Okay. Da. Also bis jetzt sind die Rätsel echt nicht schwer. Ah, was liegt denn hier Schönes? Ein Medikit, was wir nicht benutzen können. Also nicht mitnehmen können, weil wir ja volle Leben haben. Also wenn wir jetzt Schaden kriegen bei irgendwelcher Kämpferei oder so, haben wir da nochmal die Möglichkeit. Oh. Das ist der Turm, der auf der Karte markiert ist. Ich muss hier irgendwie raus und den Kristall finden. Super. Der Amerikaner, schnappt ihn! Wo hat der denn die Waffe hingepfeffert? Ach da. Dankeschön. Das funktioniert nicht. Wir brauchen Unterstützung. Sage ich, clear den Bereich und dann versuche ich nochmal zurückzuspringen und mir das Medikit zu holen, nachdem ich mich geheilt habe. Okay. Das wird dann jetzt sein. Mit jede Menge Potenzial, dass ich das vergeige. Also das ganze Gebiet hier. Danke. Sehr schön. Oh, das war knapp. Schön vorsichtig. Hier ist es tief. Sehr, sehr tief. Eigentlich wollte ich zur Geheimpolizei, damit ich nicht mehr Wache schieben muss. Ach, ein Königreich für einen guten Apfelstrudel. Wir können es auf die sanfte oder die harte Tour machen. Ah.
Warum muss es immer die harte Tour sein? Weil die Bösen es immer so wollen, würde ich mal behaupten. Sorry, wenn es hier und da mal ein bisschen ruckelt, also... So leistungsfähig die Xbox auch ist, sie scheint wohl auch bei dem Spiel hin und wieder mal so ein paar Ruckelanfälle zu haben. Leider. Das hatte ich aber auch schon bei anderen Spielen gemerkt. Ich hatte nämlich schon mal ein Spiel gehabt, was auf der Xbox etwas schärfere Texturen hat als auf der PlayStation 2 und als Preis war dann eine instabile Framerate. Was immer ein bisschen schade ist. Warum? Das sind jetzt nicht unbedingt die Stellen, die ich so gerne mag in dem Spiel. Im Gegenteil. Ich hasse Klettern. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach nee, ne? Ich gehe erstmal kurz so mal runter und gucke mal, was da noch war. Ich glaube, da ist gerade jemand auf mein Grab getreten. Ich bin ein reicher Mann, wenn ich das hier überlebe. Sister Cena Maske, okay. Also hier war dann mal wieder einer der Sammelgegenstände versteckt. Hab mich schon gewundert, wofür die Kette gut ist. Dieser Höhe dieses Rumgeampel, das ist irgendwie überhaupt nicht meins. Kann ich verstehen, in dieser Höhe würde ich auch wahrscheinlich keuchen und wahrscheinlich dann umkippen, weil mir dann wahrscheinlich erstmal schwarze Augen wird. Da ist nichts. Nein, ich kann nicht besonders gut mit Höhen. Überhaupt nicht. Okay, da ist auch nichts. Ganz schnell wieder nach oben und dann kommen wir zu dem Teil, der
sehr unangenehm aussieht. Sehr, sehr unangenehm sogar. Das wäre auch beinahe schief gegangen. Okay. Muss ich? Ah, ich glaube, ich muss. Das ist definitiv keine gute Idee. Aber ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Nicht schlecht. Manchmal staune ich über mich selbst. Die Sache gefällt mir nicht. Ja, kann's verstehen. Gas. Ich muss hier raus. Schnell! Ah, Glück gehabt. Ich hatte das Symbol nicht gesehen. Ach nö, ne? Ach nö, ne? Ja. Der Part ist vielleicht jetzt ein bisschen länger geworden, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde diesen Abschnitt ehrlich gesagt erst was hinter mich bringen. Weil ich danach nämlich erstmal aufhöre mit der Aufnahme. Ein kleines Stückchen können wir noch runter. Ah, Boden. Das funktioniert nicht. Ah, fester Boden. Weiß nicht, ob wir hier schon den Checkpoint haben oder ob der erst ist, wenn wir die Tür geöffnet haben. Deswegen werde ich jetzt hier das kurze Rätsel nochmal machen. Und dann werde ich den Cut setzen. Das letzte Artefakt ist geliefert. Und jetzt Mond und Sonne. Moment mal, wenn die 10 unten ist. Moment mal.
10 unten ist, dann ist die Sonne. So rum? Nee. Okay, das letzte Rätsel ist dann doch noch was interessanter. 10 ist unten und Sonne. Müssen in der Waage sein. Und dann auf Kopf dreht. Wir haben aber auch gerade kein Symbol für die Sonne. Ah, ja. So dann? Halt, stopp. So? Nee, wenn, dann muss das so. Oder auch nicht. Hä? Oder müssen jetzt doch beide auf die 10? Ah. Okay, dann haben wir tatsächlich noch ganz am Ende ein kleines Rätsel gehabt, was dann doch noch ein bisschen mehr gefordert hatte. Ein bisschen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir die letzte Türe aufsuchen und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Bis dann. Tschüss.